Moin, grüß euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung in Farming Simulator 22. Und zwar geht es diesmal um den alten Case. Eine Magnum MX-Serie. Da haben wir ihn. So, der MX180 mit 145 PS. So, dann haben wir hier Frontgewicht. 700, 900, große Klammer. Große Klammer heißt, okay, Standard. Wir nehmen so. So, MX-180, 145 PS, MX-200 mit 165 PS, MX-220 mit 185 PS, MX-240 mit 230 PS und der MX-270 mit 270 PS. MX-285 mit 285 PS. Das war die Größe, genau. So, dann haben wir die Trelleburg. In Standard. Zwingungsbereich von hinten. Radgewichte, Standard. Mieters, in Standard. Breitreifen. Radgewichte, Standard. Michelin, gibt es nur im Breitreifen. Nokia gibt es nur in Kommunal, Conti gibt es nur in Standard, da haben wir wieder Trelleburg. Nehmen wir mal die Mieters. Kotflügel, vorne und hinten, keine. Wir machen das mal so. Und umleuchten, gibt es nur eine. Dann haben wir die Hauptfarben in Rot oder Schwarz. Sitzfarben in rotes Leder oder in graues Leder. Erstmal Rot, Felgenfarbe, Standardgrau, Schwarz, Weiß, Grau. Kennzeichen. Jo, funktioniert. So, das Ganze kostet 111.100, so wie wir ihn jetzt haben. Mieten. Aua. Das sieht alles gut aus. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier zur Verfügung? Tür auf. Scheibe. Das war's, ne? Gut, dann machen wir den Hobel mal an. Ach, der Obstblick, ja. Ah, okay. Jo, fettes Rohr, ne? Fette Puschen, fettes Rohr. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr den runterladen, wenn ihr haben möchtet. Machen wir mal
Tür nochmal auf. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß damit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch und tschüss, bis zum nächsten Mal.